herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Limbo Episode 4. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bisher treu dabei geblieben seid. Ich freue mich sehr. Das ist für mich was, wo ich sagen kann, bisher macht es mir sehr viel Spaß. Ich danke meiner Mutter und meinem Vater, meiner Frau. Ja, machen wir weiter. Wir sind hier noch ein bisschen Floßfahren stehen geblieben. Das über uns ist kein Transporter. Leider. Das ist nur eine Lampe, die komische Geräusche von sich gibt. Übrigens Elektrizität. Wir haben in den Wald gestartet. Wie schon gesagt, die Entwickler hier, Playdead, sagen selber, dass sie hier einen kleinen Jungen nach seiner Schwester suchen und er im Wald aufwacht. Kein Wort von irgendwie industrialisierten Gebieten. Wir haben irgendwelche komischen anderen Jungs kennengelernt. Ja, und deswegen schicken wir unser kleines Männchen jetzt, den kleinen Jungen, weiter in diese seltsame Welt. Los geht's. Ich habe ein bisschen nachgelesen, die Entwickler haben quasi als Vorgabe bekommen, er soll nicht mehr machen können als links rechts laufen, springen und greifen. Und alles, was sich daraus ergeben kann, quasi in dieses Spiel mit einzubinden. Natürlich bietet das Spiel selber auch so ein bisschen die Möglichkeiten an, hier ich brauche mal einen Stuhl. Hier auch so ein bisschen deine Bewegungen, die du zur Verfügung hast, anzupassen. Sowas wie mit Kisten rauf und runter und irgendwelche Würmer, die uns im Kopf rumsteuern. Aber gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Okay, das ist Wasser. Das kann ich nicht verschieben. Ich komme da nicht hoch wahrscheinlich, oder? So. Ne, keine Chance. Hier wieder hoch? Nicht? Ja, gut. Ja, das Spiel ist auch immer kein. Also lässt es nicht zu, dass du nicht mehr zurück kannst oder sowas. Okay, Hebel. Was macht der Hebel? Okay. Der Wasserpegel ist jetzt gleich. Das heißt, ich komme jetzt da hoch. Ich mach mal zu. Guck mal. Okay, und jetzt? Ja, okay. Okay, okay, okay. Jetzt nächste. Okay. Hier kann ich rein. Das ist safe. Hier wieder hoch. Das war's? Würmer. Okay. Wie dumm das Stück. Das wird nicht lustig. Reicht mich der vielleicht jetzt nicht, weil ich nicht mehr über die Kiste drüber muss? Ja, okay, okay. Fuck, und jetzt? Ja, das Bild wird doch so ein bisschen schräg, ne?
Ah, Licht. Na, ich war schon richtig unterwegs. Okay. Schnell ziehen. Zack, 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 zack. Okay. Ja, okay. Damit ich dann die Richtung wieder wechsle. Ja, komm schon. So, reicht das? Okay, also ich gehe ja so rüber. Damit drehe ich wieder um. Okay. Hier auf die Kiste. Spring rüber. Komm ins Licht. So, und jetzt muss ich wieder springen. Zack. Jetzt. Oh Gott, da kann ich mich jetzt nicht aus Leiter runter oder rauf. Okay, ich kann mich. Ah, hier kann ich mich entscheiden. Hier lässt er mich entscheiden. Okay. Da kommt Dreck raus. Aber ich kann jetzt nicht nach links. Na, okay, das geht nicht. Gehen wir rüber. Darüber hat auch keinen Sinn. Okay, das heißt, das ist jetzt erstmal meine Richtung. Hier wieder hüpfen. Hier wieder hüpfen. Hier hüpfen. Was jetzt? Was jetzt? Ah, okay, es geht andersrum. Was passiert jetzt? Okay. Jetzt hier wieder mehr? Oder jetzt wird wieder mehr, oder? Schneller, 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 lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Jetzt? Was jetzt? Hilfe? Okay. Was ist das hier? Das bringt doch nichts, oder? Jetzt? Ja, und jetzt? Warum sag ich immer und jetzt? Irgendwas passiert. Was will der jetzt? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich glaube, das muss hier hoch. Ich kann nicht bremsen. Ich kann nur auf die Leiter. Kommt da irgendwas? Das Rohr da drüben vielleicht? Treibt es das hoch? Wir warten ab. Das wird noch interessant. Was anderes kann ich eh nicht machen. Wenn ich wieder rübergehe, saufe ich ab. Ich kann nur dem Wasser entfliehen irgendwie. Ah, da kommt er, siehst du? Siehst du, siehst du, siehst du? Siehst du, siehst du, siehst du? Ja, okay. In welche Richtung bin ich unterwegs? Nein, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Scheiße. Ja, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Oh, come on. Ja, okay. So, schnell machen. Laufen, laufen, laufen. Andere Richtung, laufen, 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 laufen. Okay, da müssen wir jetzt. Es ist wieder so Timing, ne? Das ist so, du hast Zeit, du hast ein bisschen Zeit, du hast nicht so viel Zeit. Los, 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 los. Scheiß auf den Müll. Lauf, 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 lauf. Zack. Rüber, 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 rüber. Laufen. Andere Richtung bitte. Schneller. So. Zack, 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 du musst hier nicht irgendwie jetzt in Hektik geraten, weil es geht nur rauf und runter. Die Richtung nach links und rechts bestimmt der Wurm. Rauf und runter kannst du selber springen und sowas, ne? So, jetzt hoffe ich hier nicht zu weit springen wahrscheinlich. Ah, reicht ab. Oh nein! Sorry, nicht aufgepasst. Warum macht er einfach weiter? Nur nichts gedrückt und nix. Aber jetzt schaffen wir es. Kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Hey, feuert mich an. Los, los, los. Gebt mir einen Daumen nach oben. Das zeigt ihr, dass ihr mich anfeuert. Und abonniert mich. Los, los. Yay. Rüber, rüber, rüber. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Yay. Seht ihr, das hilft. Noch mehr Daumen. Ich will noch mehr Daumen. Und Abos. Ich brauche mehr Abos. Los, 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 los. Und Kommentare. Schreibt mir schnell Kommentare, wie schnell ich laufen soll. So, und rüber. Zack.
Wham! Habt ihr gesehen? So, und jetzt warten wir, bis wir da oben sind. Bis dahin erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Ich muss aufpassen, ich habe meinen Kopf. Ich habe nicht so viel Headspace. Oder ich sag mal Headroom. So, jetzt warten wir, bis das Ding über den Dornen ist. Ich sehe mal, da drüben warten schon unsere Freunde. Die haben bestimmt Hunger. So. Ah ja, siehst du? Okay, das macht er von selber. Jetzt holt sie euch. Yeah! Und schon wird das Bild wieder gerade. Sehr geil. Hat's geschmeckt? Es freut mich. Nee, oh. Das Wasser steigt, das Wasser steigt, das Wasser steigt. Das Wasser steigt, das Wasser steigt. Komm ich da noch irgendwie rüber? Nein! Armin, was machst du? Ah, es steigt gar nicht mehr. Guck mal. Das war's. Ich sollte da nicht rein. Ja, ich suche ja noch diese Perlen. Ne? Bisher haben wir zwei gefunden oder so. Wir suchen natürlich noch ein bisschen mehr Perlen zu bekommen. Sollte ich hier rüber hüpfen? Sollte ich das machen? Sollte ich hier rüber hüpfen? Also wenn da immer so Perlen wären, ich würde es jetzt nicht sehen. Ne? Perlen gefunden oder nicht. So, konzentrieren wir uns. Was passiert hier? Wie passiert? Nichts. Oh, was jetzt? Die Leute kommen hier. Schaffe ich den Sprung? Ich kann es immer noch nicht einschätzen, ob ich den Sprung schaffe. Ja, aber wie knapp? Das ist auch so ein bisschen tricky. Ne? Also man hat irgendwie nicht so wirklich das Gespür, wie viel Sprung. Ne? Da wohnt jemand. Das da hinten ist doch irgendeine Reklametafel, oder? Hier zu unserem Kopf hier. Guck mal. Ich hätte hier irgendwo wieder hinspringen müssen. Hopp. Geil gemacht. Wer wohnt hier? Was ist das? Bin ich hier zu Hause oder so? Mach das nicht. Gut. Das ist alles so traurig und so triest. Wohne ich hier? Ist das mein. Ist das mein Zuhause? Okay. Ich geh mal erstmal ganz kurz runter. Ich guck mir das mal an. Und man kann sich das anscheinend erstmal anschauen. Ja, der Ton, ne? Der Sound. Okay. Ah, siehst du? Immer erst umgucken. Immer gelernt, immer erst. Ja, okay. Wir lassen es mal mit der Selbstgefälligkeit. So, nochmal an. So. Ich gucke mir jetzt mal an, wie der leuchtet. Der leuchtet einmal hell auf und bleibt hell. Leuchtet einmal hell auf und bleibt hell. Kein Intervall, ich glaube, das kommt jetzt wirklich auf knappes Timing, wenn ich 10 Minuten. 2, 3, okay. 1, 2, 3. Ja, okay. Boah! Okay. Und schneller. Ich muss da irgendwie besseres Timing hinkriegen. 1, 2, ja, zu früh. Okay. Komm mal. Gib den doch mal. Zählt ihr mal mit für mich bitte? Zu schnell gezählt worden? Mal gucken. Mal. Ah, das war jetzt genau diese Zehntel-Millisekunde oder sowas, wo ich es verkackt habe, weil ich es nicht gecheckt habe, dass ich es geschafft habe. Okay. Wie soll ich das jetzt schaffen? Keine Chance, oder? Geht's nicht? Also gibt's einen anderen Weg? Oh, das war jetzt aber schon knapp, oder?
Gibt es einen anderen Weg? Muss ich die irgendwie kaputt hauen zuerst? Das kann ja nicht sein, dass es da echt auf Hundertstel ankommt oder so. Das gibt's ja nicht. Ah, besser springen, besser springen! Oh, 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 oh. Okay, kaputt gemacht. Sorry. Ah, sei. Okay. Kein Schallschaden, sehr gut. Da warte ich mal, bis das Heavy erschwingt. So. Ey, wisst ihr, Schwingprofi. Jetzt kann ich für das Edelfinicht ausmachen. Sehr gut. Aber jetzt kommt halt auch irgendwie Elektrizität ins Spiel. Ne? Das ist jetzt irgendwie. Jetzt kann ich ganz normal rüber. Ja, super. Boah, das war jetzt aber schon. Also. Ich dachte, ich hätte jetzt echt gerade so gedacht, so, hey, bin ich jetzt so dämlich zum Springen oder was ist hier los? Aber man muss wirklich knapp springen, dann landet man genau richtig. Kann von Buchstaben zu Buchstaben hüpfen, also von H-Teil zu H-Teil. Und dann ist man drüben. Super. Fällt mir gut. Hallo? Hallo? Und jetzt? Okay. Mach keinen Scheiß! Da ist ein Smoke wieder der Fall. Okay. Okay. Ja, okay, verstehe ich. Macht für mich noch keinen Sinn. Wo muss ich hin? Hallo? Ich fahr mit. Ah! Mein Schwung reicht nicht aus. Oh, ey. Wow. Okay. Okay. Danke, Schlauch, dass du mir mein Leben gerettet hast. Komm ich hier hin? Hab's kapiert. Anstoßen, wegrennen. Zack. Das macht auch so geilen Griff. Und jetzt? Das ist dieser L-Buchstabe, wo wir verwendet sind. Kann ich den mitnehmen? Komm mit! Ich nehme dich mit! Nein. Nein, darf ich nicht mitnehmen. Hallo? Hallo? Ah, okay. So. Da können wir auch nochmal hoch, ne? Oh nee. Okay, die Dinger. Was soll ich jetzt machen? Passiert jetzt zur Zeit lang nichts. Sonne? Keine Sonne. Brain. So. Ah, okay, das ist Sonne. Kann man das irgendwie noch unterscheiden von. Die ist eigentlich gleich, oder? Ja, man sieht so Sonnenstrahl quasi. So, was erwartet mich jetzt? Der macht sich's einfach, ne? Der hier macht hier einfach nur so einen vollen Lenz. Lässt einfach nur mal sein Würmchen runterhängen. Der Würmchen gesagt. Gut, hör auf mit so schlechten Witznamen. Wieder Sonne? Komm. Das ist Sonne. Du magst keine Sonne. Die Kiste kriege ich nicht. Okay. Was ist das jetzt? Aufzug fahren. Okay, wäre gegangen, aber bringt nichts. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich glaube, ich habe mir gerade ein Grab geschaffen. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Komm, mach schnell. Wo gehe ich hier hin? Was ist das jetzt? Komme ich da wieder zurück? Okay, da ist ein Hebel, aber ich kann den nicht mitnehmen. Okay. Was ist das jetzt? Okay. Das wippt.
Nee, das macht keinen Spaß so. Schalter lassen wir mal außen vor. Und jetzt. Oh, 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 oh. No, 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 okay, also nehmen wir den Schalter doch mit. Weil der hilft uns irgendwie. Schalter ist gut. Schalter gut. So, und jetzt langsam, 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 hüpp, und hüpp. Alter! Gib mir das Ding weg! Hallo? Was hab ich falsch gemacht? War ich zu niedrig? War ich zu niedrig? Komm. Probieren wir nochmal. Vielleicht muss ich springen oder so. So, Schalter. Langsam. Langsam. Passiert nichts. Passiert nichts. Alles gut. Auf. Und hopp. Wow, das finde ich knapp. So, Freunde. Blümchen. Ja. Gott sei Dank. Okay, und du? Ihr guckt halt nur so. Hm? Stiegeblatt. Also ohne Kiste schaffe ich es nicht. Das heißt, ich muss hier erstmal warten, bis das wiederkommt. Kann das Ding auf Zeit durchspielen? Okay, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Und hey! Ja, genau. Genau, kämpfst du wieder zurück, ne? Dann kann ich irgendwie ausschalten. Okay, so. Und jetzt soll ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wie ich vorher gekommen bin. Da komme ich erst hoch, wenn das Ding hochgewippt ist. Nochmal, kann ich noch weiter? Geht das? Komm schon. So, das ist das Maximale, glaube ich. Hep, 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 hep. Okay. Ich hole uns mal kurz eine stille Ecke. So. Hier machen wir eine Pause. Jetzt wird anstrengend. Also es wird jetzt knifflig. Auch für mich. Danke nochmal fürs Zugucken. Limbo 4 war das jetzt, ne? Let's Play. Zur Info, ich habe auch eine Webseite mittlerweile. Das ist erreichbar unter Furious, also F-U-R-I-O-S. Für iOS, ne? Wortspiel. Furious.rocks. R-O-C-K-S. Kein .de, kein www, einfach nur in den Browser eingeben, furious.rocks, reicht völlig aus. Twitter-Account, Facebook-Account findet alles dort. Lasst mir dann auch vielleicht einen Kommentar da oder guckt von dort aus meine Videos, wie ihr möchtet, ist alles so eingerichtet, dass es passt. Ihr seid toll für die, die schon zugucken, die regelmäßig zugucken. Ich würde mich über etwas mehr Kommentare freuen und falls ihr die Zeit habt, abonniert mich ruhig, lasst mir mal ein Daumchen oder auch nach unten da. Ich habe kein Problem, wenn euch der Scheiß nicht gefällt. Kommentiert vielleicht nur, was euch nicht gefällt, weil ich würde einfach gern wissen, oh, du bist total langweilig, ja, du musst viel lustiger reden, du animierst uns gar nicht zum Zuhören und so. Das ist halt bei dem Spiel jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich auch. Also ich habe mir da ein Spiel ausgesucht, wo ich erstmal so ein bisschen reinfinden kann in mein Sprechen, wo ich auch rausfinden kann, ob das hier mit der Facecam gut funktioniert. Und bisher bin ich relativ zufrieden. Es kann natürlich immer besser werden und ich werde auch lockerer werden und so weiter. Soll ich euch mehr mit einbinden? Soll ich irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ihr mir helfen könnt, ne? Über die Kommentare könnt ihr mir Tipps geben. Bisher hänge ich noch an keiner Stelle, das heißt, hier könnt ihr mir bisher noch nicht viel helfen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich kann hier jederzeit zurückspringen, das ist überhaupt kein Problem. Lasst es mich wissen. Ich freue mich auf Kritik, ich freue mich auf Kommentare
Und bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge bei Let's Play Limbo 5. Euer Armin. Ciao.